Als Kind hat mich daran gereizt, dass es einfach eine Möglichkeit war, Leute zu verblüffen. Ich glaube einfach, Leute zu verblüffen und zu beeindrucken, war damals immer ein großes Motiv. Außerdem hat es mir gefallen, wenn Leute gelacht haben, einfach eine Reaktion von den Leuten zu kriegen. Und ich habe einfach wahnsinnig gern Filme geguckt, schon als Kind. Tatsächlich bin ich ja eigentlich jetzt weniger als Theater-Schauspieler gestartet, sondern als Kind wollte ich eigentlich immer Filmschauspieler werden, weil ich das total cool fand. Ich habe dann zu Hause gesessen auf der Schaukel und habe Filme, die ich gesehen hatte, für mich selber nochmal so nachgespielt und mir vorgestellt, ich spiele da drin mit. Und ich mochte immer sehr gerne Science-Fiction-Filme. Da hätte ich wahnsinnig gerne mitgespielt. Am liebsten als Mr. Spock. Ich mag das auch gerne, wenn das eben in so einen Bereich auch des Grotesken geht, des schwarzen Humors, auch des Düsteren. Und gleichzeitig glaube ich, dass ich einfach ein Gespür für kantige Charaktere habe. Die reizen mich. Einer meiner großen Helden ist zum Beispiel Anthony Hopkins, Alec Guinness, Peter Ustinov. Also die meisten Ideen, Bilder, Vorstellungen auch für meine Rollen entstehen eigentlich, wenn ich Musik höre. Also wenn ich Musik höre, dann sehe ich zum Beispiel Filmszenen vor mir oder Figuren, Stimmungen. Dadurch ist Musik eigentlich so die Kunstform, die mich am meisten emotional berührt. Ich möchte eigentlich gerne das Medium Film, was für mich als Kind im Prinzip der Einstieg in die Schauspielerei war, entdecken, erkunden. Und das ist jetzt für mich einfach so ein bisschen der Fokus zu sagen, ich möchte gerne drehen und bin auf der Suche nach spannenden, vielschichtigen Rollen in Film und Fernsehen.